Moin Freunde und willkommen zurück zu Far Cry New Dawn mit diesem fremden, sehr, sehr schnauzbärtigen Mann. Hallöchen. Moinsen zusammen. Ja, geil, wir haben uns umgestylt, Freunde. Ja, Mann. Wir sind einfach ganz neue Menschen. Du bist einfach, und du bist gar kein Mensch mehr. Ich bin so eine Art Maschine, Junge. Eine Maschine bin ich. Ja, Freunde, wir wollen Prosperity ausbauen. Wir sehen beide anders aus. A little bit. Und wir waren gestern auch beide ein bisschen was trinken. Nein. Und darum. Ja, okay. Also ich dachte, das hört man vielleicht, darum wollte ich das aufklären, aber vielleicht auch nicht. Ich schätze auch, die größten Zuschauerteile gucken auch ohne Sound einfach. Was? Genau deswegen. So, wir bauen mal Prosperity aus, liebe Leute, und wollen dann Waffen basteln und ja, wollen das jetzt einfach mal hier mit so einem R-Drück, Alter. Drücke drauf. Wurde nicht beim letzten Ausbau auch angegriffen? Oh ja, das stimmt, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ey, guck mal, jetzt stehen sie da zu zweit und machen da die Schraube rein. Nice. Letztes Mal war es der eine nur. Geil. Stufe 3 von 3. Easy. Cool. Heimkehr, Story-Mission. Okay, bevor wir mit der Mutti reden, würde ich sagen, oh schön, guck mal, der Healing Garden heißt es jetzt und so. Heißt das schon immer so, Alter? Ich denke also schon, so eigentlich. Wir haben halt überall einen Namen. Vielleicht haben wir auch, guck mal, wir haben jetzt 3 Hühner und wir haben Stufe 3. Das ist locker auch kein Zufall, Alter. Das ist locker. Heftig, Alter. Kein Zufall. Ja, dann checken wir gleich mal das Waffenlabor, weil das müsste ja funktionieren. Hast du das schon, müssen wir das noch einmal ausbauen? Ja. Ich glaube schon, oder? Ich habe hier nur mal die Pflänzchen gesammelt. Erbaue es aus, denn, oh, die leuchtet auch, die Werkbank, Alter. Das ist ein gutes Zeichen, glaube ich. Ja, das funktioniert, Alter. Butz. Ah, nee, nicht eh. Gefettfingert. R. So. Ja, Mann. Geil. Alter. Schön das Kind da mit der Gun, Junge. Ja, früh Chillig. Übt sich, ne? So ist es. So ist es. Goodie, Freunde, hier liegt doch gleich mal Klebeband rum. Gucken wir mal, ob wir schön basteln können. Wir dachten auch, machen wir nicht offscreen. Wir nehmen euch mal bei den Elite-Waffen einfach mit. Weil könnte ja eventuell ganz interessant sein. Sieht ja auch geil aus, ne? So muss es sein. So, Beute erstmal eintauschen, wenn ich genug habe. Zack. Oh, ich hab nichts. Schlägerpunk, Junge. Ich hab auch nichts mehr. Es hat geleuchtet, aber es war nichts mehr da. So. Was ist denn das? Nicht planlos? Eine Faustwaffe mit einem Müllsack umwickelt, Alter. Wie geil. Oh, wir müssen aber dolle gucken, ob wir genug Mats haben, Alter, gerade bei diesen Platinen da. Üff, Blood Dragon, Junge. Oh nein, bei dem einen brauchst du, bei der einen Schrotflinte brauchst du Tierfelle oder sowas vom schwarzen Schwein. Auf jeden, von so einem Elite-Schwein, Junge. Was soll Gottes das? Denn? Vom Elite-Puma hier. Ja, hast du gesehen, wie die heißt, Alter? Schere, die heißt nämlich... Die Schrotflinte mit dem Schweinefell heißt Eberhard. Eberhard. Danke. Danke. Für gar nichts. Oh Mann, Schrotflinte mit Blumenmotiv. Also machen. Sturmgewehr leise, das könnte ich mir basteln. Alles mögliche. Junge, diese Mülltüten vorne aufgebunden. Oder die Schraubenzieher, die untergesetzt wurden. Was soll das denn? Strahlendes Pink. Oh nein, ich hab nicht genug. Das würde zu meinem neuen Style passen. Das stimmt wohl. Oh, wie süß. Schauschützen. Ist das eine Bazooka? Ne, Maschinenpistole? Donnerlittchen. Bison-Burger. Gebaut, Alter. Wow. Ein Bogen. Glückstreffer, Alter. Yo, das ist auf jeden Fall mein Bogen, würde ich sagen. Blood Dragon. Schon coole Sachen. Flammenwerfer, Digga. Yeah, damit kannst du dein Unkraut vernichten. Und deinen Garten. Und das ganze Land. Es gibt einen Einhorn-Flammenwerfer. Oh nein. Wie schön. Und mir fehlt eine. Oder 600 so. Credits, ich habe 230, okay, fick mein Welche Leben. Bögen kann ich mir denn basteln? Hier den stylischen, modernen? Verschießt Boomerang-Sägeblätter. Was? Den will ich jetzt erstmal herstellen. So. Okay. Bastel ich mir das Ding einfach, Alter? Ich glaube, ich kann mir noch mehr basteln. Mega unsicher. Eigentlich brauche ich eine Schrot. Eigentlich muss ich bei meiner Schrot bleiben, auf jeden Fall. Die Schrot war immer gut zu mir. Seliger Schmerz. Mit dieser Schrotflinte mit Blumenmotiv kannst du schießen, bis der Arzt kommt. Dankeschön. Jawohl. Den Mist-Joke. Allein für den nehme ich es jetzt. Verarbeitet alles Fleisch zu Hack. So, das ist doch mal eine wichtige Waffe. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt ein Raketenwerfer ist oder so ein Granatwerfer. Ich glaube, er ist ein Granatwerfer. Ah, ich habe keine Platinen mehr. So sad.
keine mehr machen. Brauche ich die auch für die Nahkampfwaffen eigentlich? Die Antwort ja. Die Antwort ist ja. Was brauche ich denn irgendwelche Platinen für einen Spaß? Ich wollte gerade sagen, ich brauche auch so eine scheiß Platine. Die habe ich nicht zu viel. Mann. Freudig. Ja, davon haben wir nicht so viel. Dann mache ich mir aber erstmal normales Maschinengewehr oder Sturmgewehr, werde ich mir jetzt erstmal herstellen. Huhn! So. Kinder! Prozess ist schon wieder ja, gut, kaputt. Ich hab eine neue Schrot auf jeden Fall. Ja, mehr konnte ich nicht machen. Ich bin voll happy mit meiner neuen Schrot jetzt. So, und ich bastel die. Genieße einfach nur das Leben, arme Nakoi. I like my Schrot. So. Kann ich noch was herstellen? Hut. Schrot. Nee, ich glaube, ich brauche für alles Platinen. Ne? Oh, okay. So, zeig mal hier. Achso, nee, können wir ja nicht. Ja, hier drinnen können wir es leider nicht anlegen. Ja, wir reden mit der Mutti und gucken mal, wie es dann jetzt weitergeht im lustigen Far Cry Land. Ich kann sehen, dass du im Bliss warst. Ich wollte dich warnen. Hoffentlich war das, was du von Joseph bekommen hast, das wert. Rush ist weg. Ich weiß nicht, wo er ist. Er wollte Informationen beschaffen, aber er ist nie zurückgekommen. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Bitte, geh ihn im County suchen. Ich passe auf die Leute hier auf. Sei vorsichtig. Richtig geiler Typ, Alter. Kommt gerade zu seiner Familie zurück, halbe Woche und weg wieder. Weg Kurzkippen holen, Digga, Schnauze voll. Ja, hat's halt nicht mehr ausgehalten da, ne? Diese Enge. Hund. Er will das Kind zerfleischen, Alter. Und jetzt will er den Reifen da klauen. Wahnsinn, die Tiere hier, Junge. Die drehen alle am Rad. Gut, gehen wir mal raus. Ja. Checken mal die Situation hier. Checken. Ups. So. Ui. Schön. So. Das ist Hallo. Der Bogen. Siehst du eigentlich die Zahlen da drinne? Die Zahlen? Nee. Okay. Ich sehe unten so ein lustiges Rohr. Ist ein lustiges Rohr. Stabilisierung da sein? Okay. So. Und noch schön. Ist die bunt vorne oder zu heiß hier? Nee, der soll ein Blümchenmotiv dran sein. Einfach. So, geil. Gut. Jawohl. Hey, ich hab hier noch eine. Wäre mal auch ordentlich. Du hast noch eine? Hey, guck mal, mit Müllsack vorne, ja, sehr schön. Müllsäcke. Müll. Müll ist alles, was ich hab. Schön. Ja, ich mache noch neue Wurfmesser, einfach weil ich gerade sehe, dass ich die machen sollte. Zack, zarab, haben wir noch Healpacks genug? Auch nicht. Alles mal hier, Junge. Alles mache ich hier gerade erstmal neu. So, Smoke, Rohrbombe, alles, Junge. Kann ich nicht. Gut. Ich bin voll, ja. Voll, Digga. Na, guck mal, der Mond da oben. Wunderschön. Wir sind gerade im, frühurzeitlichen County gelöt unterwegs. Haben wir schon Flugzeuge? Wir haben noch ein Flugzeug, oder? Also kaufst du jetzt eins? Selbstgebaut? Ja, auf jeden. Selbstgebauter Gyrocopter, Digga. Stell ich jetzt einfach mal her, Junge. Einfach, weil ich Bock habe. Herstelle mit Materialien. Okay. Liefern. Zeig, ja. Zeig. Ja. Oh. Gut. Geil. Da kann nur einer drauf sitzen. Nee, doch nicht. Oh, Gott. Was? Sei. Quatsch. Ja, ist ja gut. So. Ich darf nur nicht springen wieder hier. Oh. Ja, und wir sollten erstmal gucken, vielleicht drück mal M, wo wir hin müssen, Alter. Ja, mach das am besten, wenn du in der Luft bist. Oh. Warum? Ich hab Angst. Ach so, oder du guckst einfach. Ja, gut. Okay, also, wollen wir die Mission machen oder wollen wir... wo müssen wir hin, bitte? Wo ist diese Kack-Mission? Einiges Holz? Nee. Hast du die schon gesehen? Nee, ne? Nee, sie hat gerade gesprochen. Oh. Sie haben ihn quasi. Und wir können ihn bei der alten Düngefabrik abholen. Da hinten. Geil. Easy. Ja, gut. Da. Das habe ich leider nicht mitgekriegt. Ja, hab ich merkt. Was redet man so im Helikopter, Alter? Du bist doch hier Luftwaffengang. Was man hier redet, Alter? Ich bin froh, dass wir keine Helikopter haben. Warum nicht? Oh. Wir haben auch gleich keinen mehr, glaube ich. Das Gute ist, wir haben ja keine Scheiben. Das ist schon mal in Ordnung. Das stimmt. Ist aber auch schön hier mit den Lichtern überall und so, ne? Ja, Zeit für eine Smoke, Alter. Jo. Ihr miesen Biber da unten, ich hasse euch, ihr Wichser. Auf die Biber. Oh. Wir werden ausräuchern, die Bastard. Jawohl. Geil. Können wir auch eigentlich alles verbrennen, ne? Warte mal, hier. Schön die Landschaft verbrennen. Wir hier... Also das, was vor der Landschaft über ist, auf jeden Fall, ja. Alles muss verbrannt sein. Wie fliege ich denn eigentlich und kann eine Schrotflinte halten?
Easy. Ja, du hast doch nur in einer Hand das Ding knüppelt. Ach so, ich dachte, ich fliege mit meinem mächtigen Glied, Alter. Aber anscheinend. War das nicht. Hallo? Du Gottes Frau mit Bart, Alter. Ja. Don't assume my gender. Ich hoffe, mein Hörnchen leidet nicht unter dem Helikopter. Es sieht aus, als ob es die ganze Zeit. Immer so. Oh. Wir werden anvisiert, Digga. Was? Wo? Von. Weiß ich nicht. Von unten. Wahrscheinlich jetzt oben entdeckt. Noch krasser. Ja, sollen sie gucken, aber. Die werfen wir schießen bleiben. Gleich mit irgendwelchen Raketen auf uns oder so. Wollen wir uns Helden nach von oben da jetzt runterstürzen? Da gleich vorne? Auf jeden, Alter. Geil, fliege noch ein bisschen hoch. Wo war das bei Shift, ne? Muss ich Shift drücken, oder? Ja, ich glaube. Shift und irgendwas anderes noch. So, was beim anderes. Rausspringen, weißt du? Kommen wir oben an die Propeller. Ich sehe das auch schon kommen, Alter. So, ich würde sagen, hier ist gut. Das ist ein Zeug. Ja, hier deswegen. Wieder die Ladung. Okay, alles klar, ich bin bereit. 3, 2, 1. Tschüss, ihr Nullen. Lul, Wingsuit und F ist Gleitschirm. Alter, das ist aber der leichte Meter, den wir hier oben waren. Was? Wo ist F? Wo ist F? F. Oh Gott, ich bin ein bisschen in andere Richtung. Ich komme mal zu dir. Ist das dein Ernst? Wo ist der Heli, Alter? Ah, da hinten, guck mal, da fährt so Heli ab, Junge. Ich kann mich nicht so drehen jetzt. Schön in die Bäume. Oh! Ja, gut, dass wir ausgeschieden sind. Toll. Jetzt sind wir an der Reihe und machen Probleme. Die Leute hier zählen auf dich. Wir werden denen aber mal zeigen, was für ein Fluch du eigentlich bist. Oh nö, nicht die Geiseln töten, Junge. Das war schon im ersten Spider-Man-Game für die PS1 so. Scheiß-Quest. Ich geh mal wieder Sneaky Peaky vor. Ja, wenn die keine Hunde sind, ich hör's piepen. Piepen? Sind das wieder Sprengstoffhunde? Irgendwas piept hier, Alter. Haben die irgendwelche Fallen gelegt? Eine Überwachungskamera hängt hier, oder was? Hier ist... Erreiche. Bist du in der Nähe? Ja. Ja, ich bin... Ich guck mal, was das hier ist. Verschlossen, Karte benötigt. Okay. Oh. Folge den Rohren. Diesen Rohren hier, oder was? Ah. Müssen wir hier hoch? Ich weiß nicht. Bestes Folge den Rohren. Wo? Da oben. Weiß einer nicht. Okay, ah, da kommt noch einer. Ich muss hier Hunde töten. Okay. Ja, die Zeit macht mich gerade sehr fertig. Hier ist auch eine Tür. Karte benötigt. Was soll denn die Scheiße? Ja, weiß ich nicht. Ich auch nicht, ich hab keine Ahnung. Im Suchgebiet, ich bin jetzt hier oben. Ja, warte, da geht's lang. Komm ich hier hoch. Hier? Da vorne ist doch ein Punkt, oder nicht? Achso, was, ja? Das war der Standard. Das Standardrohr. Kacke. Hier ist irgendwas. Ah, ich glaube, ich hab was. Ja, okay, es war versteckt in so einer Palette, Alter. Sehr gut. Du hast ohnehin keine Wahl. Das hast du davon, wenn du dich mit uns anlegst. Entschärf. Ernst? Kommst du da jetzt rein? Nee, ne? Ja. Wir werden angegriffen. Okay, wir haben schon mal einen gerettet. Ihr Wichser! Oh, ich hab was. Ups. Erstmal alles anbrennen. Oh, hier ist eine. Ich entschärfe die Bombe. Jawohl. So. Ja, sehr schön. Hier ist auch offen. Ach du Scheiße. Peng. Ich habe hier eben eine Markierung gehabt, aber die sind nicht mehr mit. Ja, die sind so ein bisschen in der Luft. Wir müssen die echt suchen, glaube ich, ne? Oh, hab noch einen. Ranjit, Alter! Unser Rikscha-Fahrer. So, okay. Ich guck mal noch von oben. Eine Geisel ist noch übrig. Da drüben wird mir was angezeigt. Ey, was ist das für eine Quest wieder? Bin ich übelst angespannt, wie ein Plus, Junge. 2 Minuten noch, kein KR, Freihafen, Endboss und geblieben. Es wurde mir angezeigt. Hier drin in der Garage irgendwo. Vielleicht müssen wir den Trecker wegfahren oder so? Ah ne, hier ist die Karte. So geht's auf. Können wir ihn wegschieben oder so? Weiß nicht. Können wir da rein? Ne? Hä? Okay. Die Tür ist aber offen. Vielleicht ist er noch woanders. Geht auch nicht auf. Ja, es ist da bei dir auf jeden Fall. Ja, der Trecker muss da irgendwie weggehen, aber wie? Schieben geht nicht. So.
Was ist das für Scheiße? Ich hab noch was mal sind das für Räume? Warte, dann geh mal weg, dann baller ich ihn weg. Ja, mach weg die Scheiße. So. Geil. Zack. Easy Game, Junge. Oh. Steht es denn um dein Gedächtnis? Du wirst es nämlich gleich gut gebrauchen. Uff, Feuer. Entschärft da vorne noch. Oh, Junge. Der Stress in der Quest. Ah, vor allem entschärfen wir einfach Bomben mit einem Linksklick, Junge. Easy Game. Ja, wir sind's einfach. Oh, was ist das? Alter, was kommt jetzt? Was denn jetzt? Austesten erstmal. Oh, oh. Ja, das war schon mal falsch. Aber wir müssen das einfach nur ausfinden, ja, in der Reihenfolge. Okay, mach du das. Du hast schon angefangen, sonst klicken wir durcheinander. Das ist auch falsch. Okay, es ist 4 zuerst anscheinend. So. Ja. Okay. Fange ich 4. Von vorne an. Okay. 4. 2. Ja. Ah, so sad, Alter. Ja, 4, 2, 1, 3. Das ist auch ein geiler Code, so ACAB-mäßig oder so. Ah, so. Die haben wir auch frei. Komm raus. Alter, hier die ganzen Kackdinger. Was? Fucking Psychos. Was jetzt? Schieße auf die Schlösser an den Ketten. Okay. In welchen Ketten? Draußen? Uns, oder was? Da oben. Ach, da. Oh, Junge. Was ist denn mit denen? So. Komm ich Leider. Da, kann ich mich da hochseiten? Achso, du, ach so, da ist eine Treppe. Leiter. War zu blöd, die Leiter nicht vom hochzugehen. Einfach nur geil. Ja, bei dem anderen Game, was ich gespielt habe, kannst du auch hochseilen. Oh, du musst da weg. Wieso? Ja, sonst komme ich nicht hoch. So. Achso, geh nicht zu nah. Ja. Für mich war das so nicht so nah. Ich habe gar nichts gesehen von dem so. Er so, komm nicht näher, komm nicht näher. Yo. Ich brenne. Okay, glaub ja, wir gehen mal ein Stück. Junge, ich werd von ihm alle beschossen. Oh, shit, ey. So. Da drüben ist noch einer. So, wir dürfen nicht zu nahe kommen. Hast du dein Sniper-Ding noch? Ansatzweise Sniper-Ding. Weiß nämlich nicht, ob ich das sehe von dir, das Schloss, oder treffe. Warte. Doch. Eins hast du? Hast du den anderen auch? Oh, okay. Das war nur eins, glaube ich. Eins brauchen wir noch. Von wo könnten wir das sehen? Oh ja, einfach nochmal höher. Ganz oben. Klar haben wir Kontrolle über den Ausgang, Junge. Hast du? Yes. Auf jeden Fall getroffen. Oh. Easy, 6 Sekunden noch, Alter. Kein Problem. Ja, gar nicht unter Druck. Aber wieso brenne ich schon wieder? Wieso nehme ich eigentlich meine Faustwaffe hier? Sind sie mad? Häschen? Okay. Junge! Alter! Das ist euer Problem. Oh, ach, da unten! So, haben wir. Oi. Gut. Ich erreiche die Tür der Raffinerie. Ja, hier kommen. Ne, das ist jetzt Tinnitus von der Explosion. Also, ja, okay, alles klar. Glaub ich. Oh, ich hatte schon wieder Fahrzeuge hier. Komm. Lass deine Waffen draußen. Okay. Mann. Aber knapp. Coole Mission aber auf jeden Fall. Und es ist auch nur eine Geisel gestorben, glaube ich. Verschwinde hier! Hau ab! Das kommt mir sehr bekannt vor. Als hätten wir das schon mal erlebt. Entspann dich. Bleib doch noch. Okay, können wir auch warten? Ich weiß nicht, kannst du was machen? Komm schon, du warst bis jetzt so gut. Kann mir ja die Handschellen anlegen. Ja, ich kann gar nichts machen, du bist ja der... Sieh dir das an. Siehst du, wie leicht es sein kann, mit dir klarzukommen? Ich wollte, dass du das verstehst. Ich wollte, dass du einsiehst, dass es anders hätte enden können, wenn du auf uns gehört hättest und gegangen wärst. Doch du hast den Stock gewählt. Hier ist er. Der Stock. Oh! Oh, kommt jetzt seine Blitzfähigkeit? Es wird ewig dauern, diese Hoffnung und Träume von meinen Stiefeln zu kratzen. Gute Frage. Ah,
kranken Psychonutten, Alter. Ach, weißt du, bevor du hier aufgetaucht bist, lief einfach alles verdammt großartig. Dann kommst du hierher mit deinem schicken Zug und deinen schicken Leuten und versuchst diesen Ort in etwas zu verwandeln, was wir niemals sein wird. Und als wir vernünftig sein wollten, musstest du ja unbedingt ins Wespennest stechen. Immer und immer wieder. Alter. Du dachtest, es gäbe Hoffnung für die Zukunft. Es gibt keine Hoffnung für dich. Keine Zukunft. Für niemand. Ihr zwei. Junge. Bitch. Geil. Jawohl. Okay. Was zur Hölle? Unterbrechung, Mickey und Lou. Vor Jahren, okay. Michelle, Louise, ihr müsst mir jetzt gut zuhören. Warum? Du kommst doch nicht mit. Ich habe keine Wahl. Euer Vater... Daddy sagt, wenn du nicht für uns bist, bist du gegen uns. So einfach ist das nicht. Doch ist es. Ich muss los, Mom. Dad's da. Michelle, ihr beiden müsst aufeinander aufpassen, weil euer Vater das nicht tun wird. Er hat immer große Pläne, aber alles, was er tut, endet nur in Gewalt. Dad löst Probleme. Er verursacht sie. Er geht über Leichen und interessiert sich einen Dreck für die, die unter ihm leiden. Werdet nicht wie er. Sprecht mir, dass ihr nicht werdet wie er. Klar, Mom. Okay. Teil 3. Undercover. Wie auch immer wir jetzt noch undercover sein sollen nach der Aktion, aber okay. Vielleicht hat sie dir auch richtig ins Gehirn geschissen. Oh. Lou, ja. Lass gut sein. Uff. Du hast es gesehen, oder? Wie der einen Halt gemacht hat? Alles war normal, bis er nach Norden gegangen ist. Es ist höchste Zeit, dass wir diesem Freak ein paar Fragen stellen. Oh. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir wegkommen. Ja, wir kommen ja auch weg anscheinend. Wie, lassen die uns jetzt einfach da? Ja, gut, sie hat uns mit einer Schrot ins Gesicht geballert. Fuck. Resident, Alter, random Käfer von der Mutti. Okay, die dachten jetzt, dass wir tot sind. Vermutlich, ja. Haben es halt nicht mitgekriegt, dass du überhaupt durch deine Kräfte da noch am Leben sein kannst. Ja. Gut. Rush, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich in den Zug gestiegen bin. Dass ich dich nach Hope County gebracht habe. Wir werden dich nie vergessen. Du hast viel für uns riskiert und es hat dich dein Leben gekostet. Das ist meine Schuld. Rush. Ich schwöre dir, wir machen dich stolz. Er war ein guter Mann. Selbstlos. Und du hast getan, was du konntest. Die beschissenen Zwillinge sind uns immer einen Schritt voraus. Wir müssen das anders angehen.
Ich sehe nach Carmina. Wenn du wissen willst, was mir vorschwebt, komm einfach zu mir. Ich wollte auch gerade sagen, es sah aus, als ob sie eine Idee hätte. Naja. Geht einfach. Alter, aus Prinz Pi. Heftig. Heftige Quest, schönes Finale von diesem Teil. Fand's auch cool, wie alle Charaktere jetzt mit dabei waren. Da kommst du mit deinem Möppelhut, weißt du? Das sagt der geil. Richtig hier. Sogar Ricky Binia hatte eine Kerze an und so. Sehr schön. Ja, liebe Leute, starker Part. Sehr, sehr starker, sehr atmosphärischer Part. Und ja, wir haben auch nur eine Geiste getötet. Und mit wir meine ich eigentlich nur dich, du bärtiger Unhold. Mann, ich habe nichts gesehen durch den Bart. Lass mich. Digga, ich habe sogar oben jetzt immer noch stehen. Komm nicht zu nah, sonst geht die Geisel hoch. Ich konnte das nicht sehen, Anna. Ja, Freunde, wir sehen uns auf jeden Fall dann im nächsten Part, wenn wir nicht gleich in die Luft fliegen. Und ja, bis dahin, macht's gut. Tschüss. Macht's gut.